Hallöchen und herzlich willkommen zu Sonntags mit Lillis. Wir malen heute wieder mal drei Themen ein Bild. Heute nach den letzten beiden Malen mal auch wieder mit allen drei Themen, die ich spontan ziehe. Also ich habe heute kein Thema, welches ich vorab ergreife und mit einfüge. Und bevor ich hier lange palabere, fange ich auch direkt an. Ja, die drei Themen. Pilea, Katze, verrückt und anders. Ich habe sofort ein Bild im Kopf und ich glaube, das muss ich auch direkt umsetzen. Es passt einfach zu gut, weil ich habe hier halt wirklich ein paar Pileas stehen und Pileas sind Gott sei Dank nicht giftig, ne? Nur so als Anmerkung nebenbei. Wie ihr wisst oder vielleicht einige schon vermutet haben, ich habe eine Katze. Und verrückt anders ist sie ebenfalls. Aber ich glaube, mir ist gerade sofort ein Bild in den Kopf geschossen und das werde ich jetzt sofort umsetzen. Ich werde mit Aquarellen arbeiten und dazu muss ich jetzt erstmal meinen Platz einrichten. Also, bis gleich. So, ich bin fertig, klein aber fein. Ich werde wie immer vorher eine Skizze machen. Dazu brauche ich noch einen Bleistift. Ich werde in meinem Kreativbuch malen. Und da ist das Canson Mixed Media Imaging drin. Das ist ein Mixed Media Papier. Darauf lässt sich mit Aquarell und auch mit anderen Medien super gut drauf arbeiten. Und hier habe ich jetzt ein ganz einfaches Kopierpapier, wo ich eben nur mal eine Skizze machen will. Und wie gesagt, Katzen und Pileas habe ich beides zu Hause. Verrückt und anders sind wir doch alle irgendwie. Wäre nur langweilig, wenn es nicht so wäre. Ich male jetzt mir mal eben eine kleine Skizze. Ihr könnt mir dabei gerne auf die Finger schauen. Pileas stehen schon lange auf meinem Plan, die mal zu malen. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass das jetzt so ist, dass ich hier auch gleich ein paar Anschauungsobjekte habe und nicht direkt irgendwas im Internet suchen muss. So, wir müssen es ja auch gar nicht großartig kompliziert machen. Ich werde auf jeden Fall meine Donner festhalten. Das heißt, die Katze ist weiß, da brauche ich jetzt auch gar nicht allzu viel Farbe. Die Pilea, die werde ich in einem Tontopf machen und die Blätter natürlich grün. Auf der Seite werde ich diesmal wirklich mal festhalten, welche Farben ich benutze. Also da will ich mir so ein Farbschema machen und das sieht auf so einer Doppelseite in so einem Kreativbuch auch immer ganz fein aus. Ja. Dann legen wir direkt los. Ich übertrage die Skizze in mein Kreativbuch. So, Skizze ist übertragen, vergessen habe ich nichts. Dann werden wir die, obwohl das ein Graphit-Aquarellbleistift ist, werde ich hier trotzdem ein bisschen den Bleistift ausradieren. Denn bei der Katze brauche ich ja nicht so viel Farbe. Ich tatsächlich wirklich nur ganz leichte Umrisse. So, Pinsel brauchen wir noch. Nehmen wir einen schmalen. Und einen etwas gröberen. Pinsel. Und als erstes werde ich ein paar kleine Umrisse nur für Donner. Ich bezeichne die Katze jetzt einfach mal als Donner, weil ich mal ja Donner. Dann nehme ich mir ein helles Grau, also schwarz, verdünnt mit Wasser und wirklich erstmal nur, dass ich die Umrisse habe.
Das muss auch nicht gerade sein. Es ist ja auch mit Fell, also kann da auch ein bisschen alles unsymmetrisch von den Linien her sein. Sollen wir jetzt erstmal die Umrisse. Da werden auf jeden Fall noch ein paar Schattierungen hinzukommen und auch noch ein bisschen Farbe, so wie rosa für die Ohren und für die Nase und auch natürlich ein bisschen Schatten und so ein bisschen cremefarben, beige, lichter Ocker, einfach nur um ein bisschen Farbe noch reinzubringen, ja, damit es nicht ganz so monoton aussieht von der Farbe. Gleich auch noch ein bisschen Schatten. Das mache ich auch mit solch gestrichelten Linien, die das Fell nachbilden. So, Donner ist fertig. Jetzt werde ich, weil die Farben habe ich ja jetzt hier noch eigentlich in meinen Kasten. So viele Farben habe ich jetzt ja nicht benutzt. Es waren jetzt insgesamt 3 verschiedene Farben. Und die werde ich jetzt hier drüben noch festhalten. Ich schreibe jetzt dazu, was das für Farben sind. Und ich schreibe mir jetzt aber auch nicht dazu, dass die mit Wasser verdünnt sind, weil mir ist das jetzt klar, wenn ich reingucke, ne? Also schwarz ist natürlich nicht so hell, logischerweise. Und da weiß ich dann auch, dass das mit Wasser verdünnt ist. Kommen wir zur Pilea. Man kann sich aber hier halt auch noch dazu schreiben, welche Farben ich für was benutze. Ich könnte jetzt hier oben noch Katze hinschreiben, dann könnte ich jetzt hier gleich Pilea hinschreiben. Aber das lassen wir erstmal so. Als nächstes kommt die Pilea. Und weil wir ja mit hellen Farben anfangen, werde ich auch mit einem hellen Grün. Ich habe hier ein Maigrün. Das nehme ich direkt aus dem Kasten, werde ich hier auch die Blätter vormalen. Dunkler werden kann ich immer noch.
man könnte, wenn man es jetzt genau nimmt mit der Optik, natürlich hier in den Hintergrund noch Blätter reinmalen. Dadurch, dass ich aber die Katze recht simpel gehalten habe, werde ich auch hier die Pflanze recht simpel halten. Also da wäre das jetzt Unsinn, das kann man natürlich trotzdem so machen. Aber ich möchte beides gerne simpel halten und deswegen sieht die Pflanze auch sehr einfach aus. So, der Topf ist Terrakotta. Da habe ich hier so eine Farbe, die heißt Englisch Rot. Die finde ich da sehr, sehr passend immer zu. Wir müssen jetzt hier natürlich mit den Blättern auch vorsichtig sein. Deswegen, ich versuche hier mal so eine ganz kleinen Rand zu lassen. Wenn sich das jetzt vermischt mit dem Grün, kann man das immer noch rausarbeiten. Ja, soweit fertig. Ich muss jetzt mal schauen, was ich hier noch alles für Grün genutzt habe. Aber ich nehme jetzt einfach das hier aus meinem Kasten und schreibe einfach das dazu. Aus welchen ich das gemischt habe. So, ich mache jetzt hier noch eine ganz kleine Schicht. Und dann haben wir es fertig. Drei Themen, ein Bild. Pilea, Katze und die ganze Kombination ist etwas verrückt. Oder anders, könnte man auch sagen. Also ich glaube nicht, dass meine Katze einen Pilea-Topf auf ihrem Kopf tragen würde, deswegen finde ich das schon etwas anders als üblich. Hier drüben haben wir
eine Auflistung der Farben gemacht, die ich benutzt habe oder habe ich. Ihr könnt es ja auch machen, wenn ihr in einem Buch malt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich war wieder mal sehr überrascht und irgendwie habe ich Pilea und Katze in meinem Hinterstübchen schon immer mal drin gehabt. Und ich bin so froh, dass das jetzt mal gekommen ist. Es freut mich wirklich richtig doll. Wenn ihr diese drei Themen auch verwenden möchtet, freue ich mich, wenn ihr den Hashtag drei Themen ein Bild verwendet. Und wenn ihr natürlich den Hashtag Sonntags mit Lillis verwendet, wenn ihr es in den sozialen Medien teilt. Ihr könnt das nur natürlich nur zu Hause für euch malen, das ist auch völlig in Ordnung. Ansonsten habt's fein, habt einen verrückten, vor allen Dingen sonnigen Sonntag. Ich wünsche euch nur das Allerbeste, viel Inspiration, Kreativität, Ruhe und Gelassenheit. Macht's gut. Tschüss.